Doch seit Jahren gibt es noch ein anderes lukratives Geschäft mit den intelligenten Meeressäugern und mit Kindern, die sogenannte Delfintherapie. Geistig oder körperlich behinderte Kinder spielen und schwimmen mit den Delfinen und angeblich soll sich ihr Gesundheitszustand danach erheblich gebessert haben. Kinder mit Entwicklungsstörungen, Kinder im Wachkoma sogar, mit Polio, Leukämie, mit ständigen Schmerzen, Autisten, ihnen allen soll Dr. Flipper angeblich mit seiner Wunderwassertherapie helfen können. Und die Eltern der Kinder scheuen weder Kosten noch Mühe, um diese Delfintherapie ihren Kindern angedeihen lassen zu können. Ende der 70er Jahre entwickelt der amerikanische Psychologe David E. Nathanson eine neue Therapieform, die sogenannte Dolphin Human Therapy. Sie soll die Arbeit mit behinderten Kindern und die Weisheit der Delfine miteinander verbinden. Allein die Begegnung mit den Meeressäugern soll sich heilend auswirken. 1998 dann wird die Dolphin Human Therapy von amerikanischen Neuropsychologen untersucht, mit einem vernichtenden Ergebnis. Und dennoch rollt der Rubel. Mit entsprechender Anreise kann eine solche Therapie bis zu 15.000 € kosten. Die Neuropsychologen Lori Marino und Scott Lilienfeld von der Emory University in Atlanta haben nachgewiesen, dass der Erfinder der Delfintherapie, nämlich David E. Nathanson, nicht ein einziges Mal vergleichende Studien angestellt hat. Das heißt, er hat nicht nachgewiesen, wie ging es den Kindern vor der Delfintherapie und welche Ergebnisse hat die Delfintherapie gebracht, wie ging es ihnen danach. Und sie sagen, dass die von Nathanson zur Verfügung gestellten 50.000 wissenschaftlichen Daten bestenfalls nicht überzeugend seien. Und dennoch hat sich die Delfintherapie weltweit ausgebreitet. Rund um den Globus sind zahlreiche neue Therapiezentren entstanden. In der Regel dauert die Delfintherapie 10 Tage. Zunächst wird das körperlich oder geistig behinderte Kind 30 Minuten auf die Therapieübungen vorbereitet. Dann wird es auf einen Ponton am Beckenrand verbracht und darf den Delfin 30 Minuten lang beobachten. Der Therapeut unternimmt während dieser Zeit physio- oder sprachtherapeutische Übungen mit dem Kind. Und der Delfin wird dabei als Motivator oder sozusagen als Verstärker mit eingesetzt. Und wenn das Kind gut mitgearbeitet hat, dann wird der Delfin auf Zeichen des Therapeuten hin Kapriolen vorführen, sozusagen als Belohnung. Und wenn alles gut geklappt hat, darf das Kind schlussendlich noch zu dem Therapeuten ins Wasser, darf den Delfin streicheln, darf ihn berühren, Kontakt aufnehmen mit dem Tier, darf ihm einen Ball zuwerfen oder einen Ring. Und wenn das alles geklappt hat, dann darf es von dem Delfin durchs Wasser gezogen werden. Uns ist kein Fall bekannt, bei dem auch nur ein einziges Kind durch die Delfintherapie geheilt wurde, beziehungsweise dem auch nur geholfen werden konnte. Es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie, die dies belegt. Die Delfintherapie wird von den Krankenkassen nicht unterstützt. Es gibt Behindertenverbände wie Autismus e.V., die die Therapie auch ablehnen und als wirkungslos bezeichnen. Es gibt Psychologen und Neurologen, die diese Delfintherapie anzweifeln. Die Delfintherapie ist reine Geldmacherei, ein kommerzielles Geschäft mit dem Leid der Tiere. Und man kann ja auch von Ausbeutung der Eltern und der Kinder sprechen, denn den Eltern wird vorgegaukelt, den Kindern kann geholfen werden. Die Eltern zahlen 10.000 € für so eine Therapie, verlieren sehr viel Zeit und mit der Zeit und mit dem Geld könnte den Kindern wirklich geholfen werden. Also wir halten es für eine kommerzielle Lüge und für die Ausbeutung sowohl der Tiere als auch der Kinder. Bei der Delfintherapie kommen die Kinder circa eine halbe Stunde ins Wasser zu den Delfinen und die Delfine werden dann wieder betatscht. Sie müssen mit den Kindern schwimmen, sie müssen sich das Antatschen gefallen lassen und ja, für uns ist es Tierquälerei, weil die Delfine den Kontakt nicht von sich aus suchen, sondern sie werden dazu gezwungen. Hierdurch können wieder Aggressionen hervorgerufen werden, was wiederum Gefahr auch für die Kinder bedeutet. Auf jeden Fall ist es eine Tierquälerei. bei so einer Delfintherapie die Kinder ja auch die Delfine anfassen und auch Krankheiten übertragen, auch wenn sie sich sicherlich vorher desinfiziert haben. Die Möglichkeit besteht dennoch. Und der zweite Fakt ist auch, dass Kinder ja auch in das Becken hinein urinieren oder koten, was ja auch letztendlich über den menschlichen Körper Bakterien überträgt. Der zweite Punkt ist, dass Delfine eben hier vermenschlicht werden. Man benutzt sie eben als Therapieobjekt, was letztendlich dem Delfin auch nicht entspricht. Und letztendlich auch das Ergebnis einer so einer Therapie überhaupt nicht nachweisbar ist. Und selbst wenn es etwas nachweisbar wäre, es immer andere Formen der Therapie gibt, ohne Tiere zu missbrauchen, die letztendlich sogar effektiver gegenüber den Kindern sind, die sicherlich eine Therapie brauchen. Und das zeigt, dass eben man nicht auf Tiere zurückgreifen muss, um auch Menschen zu heilen. Also es gibt andere Möglichkeiten der Therapie, um Kinder zum Beispiel in diesem Fall zu therapieren. Am Beispiel vom Delfinarium Nürnberg zeigt sich ja ganz deutlich, dass die Besucherzahlen zurückgegangen sind, dass die Geburtenzahlen bei den Delfinen selbst zurückgegangen sind, dass der Imageverlust riesig ist und sicherlich auch die finanziellen Einnahmen einer solcher Delfinshow. Und natürlich versucht das Tiergarten Nürnberg jetzt mit der Delfintherapie eine neue Einnahmequelle zu finden auf Kosten der Tiere, auf den Rücken der Tiere. Und das kann nicht sein und das versuchen wir von Peter ja auch zu unterbinden. Die Heilsversprechen der Delfintherapieanbieter sind schlichtweg abenteuerlich. So behaupten sie, die Ultraschallfrequenzen der Klicklaute der Delfine, das ist das Ortungssystem der Delfine, könne Heilkräfte freisetzen, könne Glückshormone aktivieren, könne Heileffekte bewirken. Und keine dieser Behauptungen ist bislang wissenschaftlich belegt worden. Andere gehen noch weiter. Sie behaupten gar, Delfine hätten hellseherische oder telepathische Fähigkeiten und könnten durch ihr Sonar zum Beispiel kosmische Lebensenergie übertragen. Die Universität Würzburg hat im Delfinarium des Tiergartens Nürnberg im Jahr 2000 eine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt, in deren Verlauf schwerstbehinderte Kinder im Alter zwischen 5 und 10 Jahren jeden Tag an einer Delfintherapiesitzung teilgenommen haben. Im Jahr 2006 dann lag das endgültige wissenschaftliche Ergebnis vor und da heißt es, diese Therapie kann nun als wirksam angesehen werden. Die Tierschützer dagegen sagen allerdings, diese Untersuchung trügt. Zunächst einmal muss man sagen, dass die Studie zusammen mit dem Tiergarten Nürnberg erstellt worden ist und Sponsoren zum Beispiel die Stadt Nürnberg selbst war. Also die Studie ist insofern in Frage zu stellen. Der letzte andere Punkt ist, dass in der Studie letztendlich sich herausgestellt haben, dass nur die Eltern etwas Positives bemerkt hätten an ihren Kindern. Aber dies ist nicht objektiv. Therapeuten, die dabei waren, haben keinen Effekt erkannt. Und das ist objektiv, wenn Therapeuten, die ja unabhängig außenstehend das Kind letztendlich erkennen und das Kind in seinem Verhalten nach der Therapie einschätzen können, viel objektiver sind. Eltern sind nicht objektiv, sie sind subjektiv, wenn sie die Kinder letztendlich beurteilen, weil Eltern sich verständlicherweise an jedes kleine Lächeln klammern und eben meinen, das Kind hätte was Positives dabei erfahren. Die Studie, auf die sich Nürnberg beruft, zum Beispiel die Würzburger Studie, die besagt nur, dass die Eltern den subjektiven Eindruck hatten, dass es den Kindern vorübergehend ein bisschen besser ging, was sich nach 6 Monaten auch erledigt hatte. Die Trainer und Wissenschaftler, die die Kinder beobachtet haben, konnten keinerlei Verbesserungen feststellen. Und dennoch beruft sich Nürnberg eben auf diese Studie, weil sie keine andere Studien hat, um die Delfintherapie zu rechtfertigen, die 35 Millionen € kosten wird und wie gesagt, sich auf keinerlei wissenschaftliche Tatsachen stützt. Herr Oberbürgermeister Mali aus Nürnberg, der beruft sich auf diese Studie, die von der Universität Würzburg durchgeführt wurde, um seine Delfintherapie zu rechtfertigen. Wir haben Herrn Mali gefragt, ob er uns aus dieser Studie, die wir vorliegen haben und die wir durchgelesen haben, ob er uns da ein Zitat, die Seitenzahl und das Zitat nennen könnte, die belegt, dass die Delfintherapie helfen kann, und er konnte dies nicht. Wir haben jeden Autor dieser Studie angeschrieben und das Gleiche gefragt, wir haben keine Antwort bekommen. Also ist für uns ganz deutlich, dass selbst die Autoren und Herr Oberbürgermeister Mali nicht von der Studie überzeugt sind und sich trotzdem darauf berufen, in der Hoffnung, dass niemand die Studie wirklich durchliest. Letztlich gibt es auch andere Therapiemöglichkeiten, ohne Tiere zu missbrauchen. Also auch ohne Tiere gibt es Therapiemöglichkeiten, die denselben Effekt, wenn nicht sogar einen viel besseren und höheren Effekt erzielen. Therapeuten in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt können Ihnen das erklären und zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt, solche Kinder, die sicherlich auch Therapien benötigen, zu therapieren und ihre Lebensqualität zu verbessern. Auch die Krankenkassen beteiligen sich nicht an den Delfintherapiekosten. Dennoch soll in Nürnberg bis zum Jahre 2011 eine neue Delfinlagune errichtet werden mit 2000 Sitzplätzen, in der gleichzeitig 14 Delfine arbeiten können. Nürnberg will sich somit als der führende Delfintherapiestandort in Europa qualifizieren. Das heißt, Delfine werden also nicht nur massenweise abgeschlachtet, sie werden nicht nur massenweise in viel zu engen Betongefängnissen zwangsdressiert, sie werden jetzt auch noch missbraucht für medizinische und therapeutische Bedürfnisse. Kinder lieben von Natur aus Tiere. Kinder wollen niemals, dass Tiere misshandelt werden, dass sie gefangen gehalten werden oder dass Tiere traurig sind. Und wenn Eltern die Gefühle ihrer Kinder ernst nehmen, dann bedeutet das, mit ihnen nicht ins Delfinarium zu gehen. Denn genau dort sehen die Kinder misshandelte Tiere, gefangene Tiere, traurige Tiere. Und es ist einfach ein Märchen, dass Delfine in Gefangenschaft glücklich sind. Ein Besuch mit einem Kind in einem Delfinarium kann sich durchaus negativ auf die Psyche eines Kindes auswirken, denn ein Kind wird dort konfrontiert einfach damit, dass es in Ordnung ist, dass es okay ist, die Bedürfnisse von Lebewesen zu ignorieren. Was wir brauchen, sind aber Achtung und Respekt vor Lebewesen und nicht Ignoranz. Die Shows, wo Kinder mit eingebunden werden, sehen wir sehr, sehr kritisch, denn die Kinder lernen hier ein Konsumverhalten in Bezug auf Tiere. Tiere sollten aber mit Achtung und Respekt behandelt werden, und das ist es, was unsere Kinder lernen müssen für die Gesellschaft. Den Kindern wird in Delfinshows ganz klar ein falsches Weltbild vorgegaukelt. Denn Delfine in Delfinarien sind in Gefangenschaft, sie sind traurig, sie sind misshandelt. Und das ist einfach ein Märchen, dass Delfine in Gefangenschaft glücklich sind, und Kinder wollen keine unglücklichen Tiere sehen. Die Vermittlung von sozialer Kompetenz ist für Schüler wichtiger denn je in der heutigen Gesellschaft. Und hier können sich auch Schulen nicht rausziehen. Wichtig ist, dass Schulen aufklären über die Bedürfnisse von Tieren, und dazu gehört ganz klar dazu, wie leben Delfine in Gefangenschaft. Doch wie soll der Mensch tatsächlich mit den Königen der Meere umgehen? Was soll mit den Delfinen geschehen, die in lebenslanger Gefangenschaft in Delfinarien gelebt haben? Also der erste Schritt wäre ein Importverbot von Delfinen, sprich, dass keine Delfine nach Deutschland geliefert werden, sodass der Handel aufhört mit den Delfinen. Die Nachzuchten gelingen nicht, von daher würde die Delfinhaltung von sich aus im Sand verlaufen. Das würde natürlich dauern, bis alle Delfine gestorben sind. Es gibt laut Rico Berry die Möglichkeit, Delfine eventuell auszuwildern. Das hängt davon ab, wie lange die schon im Delfinarium leben. Und das müsste dann im Einzelfall wirklich geprüft werden. Und es besteht dann auch noch die Möglichkeit, sie in ein Delfinarium zu bringen, wo die Möglichkeit besteht, dass sie in den Ozean hinaus können, wenn sie das möchten, durch eine Öffnung im Netz sozusagen, wie es das mal in Israel gab, in einem Delfinarium. Das gibt es zurzeit nicht mehr, aber die Chance besteht, dass es dort wieder genehmigt wird, sodass die Delfine dann, wenn sie möchten, in den freien Ozean kommen. In Deutschland gibt es von 9 Delfinarien noch 3. In Rügen wurde neulich ein Antrag abgelehnt auf einen Neubau von einem Delfinarium. In Österreich gibt es keine Delfinarien mehr, in England gibt es keine mehr, in der Schweiz gibt es noch eines. Also weltweit ist die Tendenz schon so, dass die Menschen sich bewusst werden, dass Delfine nicht in Delfinarien gehalten werden. Und wir sehen das als einzige logische Konsequenz, dass es auch in Deutschland in ein paar Jahren keine Delfinarien mehr geben wird. Delfintherapie ist esoterischer Hokuspokus bzw. eine kommerzielle Lüge, um Tierquälerei zu rechtfertigen und auf dem Rücken auch der Kinder Geld zu verdienen. Wir von PETA empfehlen den Eltern ganz klar, nehmen Sie die Gefühle Ihrer Kinder ernst. Und das bedeutet, statt einer Eintrittskarte ins Delfinarium kaufen Sie den Kindern ein Sachbuch über Delfine in Freiheit, schauen Sie gemeinsam mit den Kindern eine Dokumentation über Delfine an, erklären Sie den Kindern, wie sehr Delfine in Gefangenschaft leiden. Und so können Sie sicher gehen, dass Sie Kinder zu kritischen und vor allem auch zu mitfühlenden Erdenbürgern erziehen. Auch Prominente wie das Model, die Moderatorin, die Schauspielerin Kerstin Linartz äußern sich kritisch zu den Geschäften mit den Delfinen und den Delfinarien. Von Delfinarien halte ich natürlich überhaupt nichts. Also ich finde, die sind eine richtige Unverschämtheit. In Bezug auf den Film The Cove, wenn man sieht, wo die Delfine, die da gezeigt werden, die da gefangen gehalten werden, wo die herkommen, wie die gefangen werden, ist das schon mal eine bodenlose Unverschämtheit, eine bodenlose Tierquälerei. Das kann man nicht gut finden. Auf der anderen Seite finde ich Eltern, die ihre Kinder mit in ein Delfinarium nehmen und sagen, guck mal Schatz, das ist ein Delfin, vermitteln den Kindern ein absolut falsches Bild von diesen Tieren. Ich kenne Delfine in freier Wildbahn sehr, sehr gut. An meinem Home Beach, also meinem Zweitwohnsitz in Indien, wo ich ja das Glück habe, im Winter leben zu dürfen, habe ich hordenweise wilde Delfine, die ich jeden Morgen beim Joggen sehe. Und das sind Tiere, die gehören nicht in ein Aquarium, die gehören nicht in ein Becken, sondern die haben einen riesengroßen freien Raum zum Leben. Das sind ganz soziale Hordentiere, die leben in Schulen von bis zu mehreren hundert zusammen. Die haben ein ganz strukturiertes Sozialgefüge und wenn man die da rausreißt und die in ein kleines Becken packt, um die Leuten zu zeigen, hinter Glasscheiben, dann ist das nicht nur körperliche Quälerei, sondern auch psychische Quälerei für diese Tiere. Und Ich sage immer Leuten, die gerne ins Delfinarium gehen, stellt euch mal vor, man würde euch von euren Freunden und Familien wegreißen und euch in ein hässlich blau gekacheltes Badezimmer sperren, von Leuten Eintritt nehmen, damit die euch angucken können, und ihr würdet nur dann zu essen bekommen, wenn ihr vorher blöde Kunststücke vorgeführt habt. Das in etwa, das ist das, was man mit Delfinen macht, und ich verstehe nicht, wie man ein Delfinarium gut finden kann, und ich verstehe auch nicht, wie man seinem Kind sowas als Entertainment geben kann. Also ich finde, Delfinarien gehören verboten, und zwar sofort. Ich bin Delfintherapien gegenüber sehr, sehr kritisch eingestellt, denn zum einen unterstützt man auch damit wieder die Gefangennahme, das Fangen der wilden Delfine. Und wir haben spätestens mit The Cove ganz, ganz deutlich gesehen, wo diese Delfine herkommen, wie die gefangen werden. Und ich finde, das kann man mit keiner Begründung unterstützen. Dazu kommt noch, dass auch die Wirkung dieser Therapien gar nicht genau bestätigt ist. Ich habe tatsächlich als Teenager mal keine direkte Delfin-Show besucht, sondern in Florida einen Betrieb besucht, in dem man mit Delfinen schwimmen konnte und wo auch mit behinderten Kindern gearbeitet wurde, mit den Delfinen. Das wurde uns damals so verkauft, dass man eben den Touristen die Möglichkeit gibt, mit den Delfinen zu schwimmen. Und dass dadurch dann dieses Programm finanziert wird, hier mit den behinderten Kindern zu arbeiten. Als 17-Jährige hatte ich mich damals noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt, war natürlich absolut überwältigt, dann hier tatsächlich mit einem Delfin zusammen im Wasser zu sein, den berühren zu können, den umarmen zu können. Aber schon damals ist mir ganz, ganz deutlich der Eindruck aufgefallen, dass es sich hier bei all der tollen Erfahrungen, die man da macht, um gefangene Tiere handelt. Auch da, obwohl es eine Meeresbucht war und jetzt kein Becken wie in SeaWorld oder so, waren das Tiere, die in dieser Halbbucht gefangen waren. Das waren Tiere, die im Anschluss an die Kunststücke, die sie mit uns performt haben, gefüttert wurden. Also auch da war der Beweggrund klar, warum sie das gemacht haben. Und schon damals hatte ich ein mulmiges Gefühl. Je weiter ich mich damit befasst habe, desto klarer war mir natürlich, dass auch das keine tolle Sache ist. Als Teenager war es erstmal so eine Vorahnung. Ich habe damals aber auch mitbekommen, dass das einfach große, wilde Tiere sind. Also das ist mir noch ganz, ganz deutlich in Erinnerung, wenn man direkt neben einem Delfin im Wasser ist, auch wenn der gezähmt ist, wie sie es ja so schön nennen, das sind riesengroße Tiere, und da ist einem einfach klar, es sind keine Haustiere, es sind keine Tiere, die dafür gemacht sind, mit dem Menschen zu spielen oder dem Menschen zu dienen oder was auch immer mit dem Menschen zu tun, sondern das sind Tiere, die gehören ins Meer, und zwar ins freie Meer. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass die Delfine uns an Intelligenz bei weitem nicht unterlegen sind. Sie leben, sie denken, sie fühlen fast wie wir Menschen. Sie haben Emotionen, sie können trauern und sich freuen. Sie leben in großen Familien zusammen und streifen durch die freie Wasserwelt der Weltmeere. Und wo leben sie tatsächlich? Tausende von ihnen in Hunderten von Delfinarien weltweit, in engen Betongefängnissen, zwangsdressiert. Da müssen sie Kunststücke vorführen gegen bares Geld, das nicht sie kassieren natürlich, sondern nur die Betreiber der Einrichtungen. Kunststücke müssen sie zeigen, die sie in freier Wildbahn nie zeigen würden. Warum sollten sie dort auch mit einem Wasserball spielen zum Beispiel? Was können wir tun für die Delfine? Eigentlich ist es ganz einfach. Wir besuchen keine Delfinarien, wir besuchen keine Tierparks und Zoos, die Delfinarien unterhalten. Wir negieren Reiseveranstalter, die Ausflüge zu Delfinarien anbieten. Den Heilsversprechern sagen wir, nein, danke, brauchen wir nicht. Es gibt bessere, andere, wissenschaftlich bewiesenere Methoden, und wir geben somit den Delfinen vielleicht die Chance, weiterleben zu können, ganz einfach überleben zu können, auf diesem Planeten, auf unserem Planeten, die Delfine und wir Menschen gemeinsam.